Hallo, liebe Freunde und Freibeuter der sieben Weltmeere. Da sind wir wieder in Uppsala, Pirates. wir sind wieder da, jawohl. Wir haben in der letzten Folge Informationen bekommen über unsere Schwester, ja, und da gehe ich nochmal kurz rein, weil ich meine, ich hätte es mir aufgeschrieben, ja, da ist es doch. Und zwar der Baron Raimondo in der Stadt Coro hat Infos über unsere Schwester. Ja, das ist schon mal schön, das zu wissen. Jetzt müssten wir allerdings mal gucken, Moment, Schatzkarte, Weltkarte, wo ist denn diese Stadt Coro? Und, halt, oh. Habe ich jetzt falsch gezoomt? So. So kann ich scrollen. Alles klar. So kann ich scrollen. Das ist natürlich blöd, weil ich jetzt hier rechts. Ah ja, muss ich mal die Pfeiltasten nutzen. Ich habe ja zwei Monitore und da geht das nicht so mit leicht. Da ist Coro. Da haben wir es schon gefunden. Bei Caracas, Maracaibo, Gibraltar. Okay. Das heißt, wir müssten. Obla. Okay, warte, ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Wo ist denn nach Havanna? Aber Gibraltar waren wir doch auch schon. Das heißt, wir müssten hier irgendwo sein. Und Coro müsste da irgendwo. So links rüber. Quasi Richtung Westen. Links gibt's ja nicht. Also, würde ich mal sagen, wir gucken mal kurz mal, wie unser Lebensmittel reichen für 11 Monate. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch super. So, und jetzt würde ich sagen, segeln wir mal davon. Demnach müsste es, ich komme mal ein bisschen raus, damit ich ein bisschen eine bessere Übersicht habe, müsste das hier irgendwie, ja, gegen Westen sein. Da ist Gibraltar. Hä? What? Wo ist unsere Schwester? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen erstmal Informationen und da könnte er uns ja nützlich sein. Das ist eine Piratenenklave. Was ist das? Piratenschiff? Ach, was soll's. Hui! So, dann die Schaluppe greifen wir mit unserer Rache an. So. Immer schön zickzack. Und drauf. Jawohl. Ja, das war doch easy, hör mal. Das war doch easy. Ich gehe lieber in den Nahkampf. Und schneller Angriff, dafür nehmen wir das Rapier. Los geht's. Und wir haben gemerkt, hohe Hiebe helfen. Immer drauf. Ja, also wir haben gute Chancen. Oh. Das war's. Oh, jetzt habe ich mich zu verklickt. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Schneller als ich dachte. Euer Mut hat den Gegner schwer beeindruckt und wir haben eine Gruppe von 24 Matrosen, die sich aus freien Stücken eurer 37 Mann starken Besatzung anschließen will. Dann willkommen an Bord, Jungs. Und. Katsching, katsching. Seht ihr, jetzt habt ihr fast schon unsere Informationen von der letzten Folge. Haben wir fast schon wieder raus mit den, ja, hier, 585 Goldstücken. So, wir nehmen mal alles mit, hoffen, was geht. Wunderbar, jetzt reicht. Oh, Lebensmittel reichen für 13 Monate. Sie sind auf jeden Fall lange haltbar. Gut, ein weiteres Schiff haben wir gekapert. Das ist auch super. Das können wir das nächste Mal loswerden. Oder zwei Schiffe loswerden. Alter Schwede, wir brauchen quasi nur die Kleine hier. So, das müsste doch hier unten irgendwo sein. Ne? Wollt ihr einen Landungstrupp? Was? Ach so. Nein. Nein! Alter, hab mich verklickt. Zurück zum Schiff. Hab gar nicht gesehen, dass es hier eine Landzunge war. Ich dachte, das wäre einfach nur helles Wasser. Helles Wasser. Wo ist diese Stadt? Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Straße von Yucatan. Wollen wir mal kurz gucken. Wir befinden uns hier. Aha. Das ist ja, interessant. Jetzt merke ich gerade, ich habe die Stoppuhr gar nicht angemacht. Haha, wird ein bisschen überlänger haben wahrscheinlich. Sorry. So, Gran Canada. Was haben wir hier unten? Da ist Coro. Wieso sind wir denn hier oben? Hallo? Ach, La Habana ist da oben, alles klar. Ja gut, wir müssen runter, nützt nichts. Es geht ja auch hier um unsere Schwester zu finden und an Ruhm und Reichtum, an Ehre zu bekommen. Und deswegen gehen wir weiter. So, Moment. Also, ziehen wir nach unten. Lebensmittel haben wir, da sollte also nicht dran scheitern. Und zwischendurch können wir noch ein paar Holländer verprügeln. Ja, in der letzten Folge habe ich es vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt. Aber ich wollte einfach mal die Wichtigkeit nochmal darstellen, dass wir uns momentan im Krieg mit den Holländern befinden. Und die müssen ordentlich versohlt werden. Das hat also nichts Persönliches damit zu tun, mit meinem persönlichen Verhältnis zu Holland. Auch nicht wegen Fußball, um Gottes Willen. Ich glaube, die Zeiten sind mittlerweile ein bisschen vorbei. Das hat einfach nur was mit dem Spiel zu tun. Oh, da ist dunkle Wolke. Dunkle Wolken ziehen vorbei. Und wir müssen an ihnen vorbeiziehen. Okay, wir müssen also quasi immer weiter straight out den Weg gehen. Ja.
In der Hoffnung, da auch anzukommen. Könnte jetzt ein bisschen dauern. 4 Monate sind schon rum. Nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich im Spiel. Ja, bei der nächsten Stadt können wir nochmal gucken, dass wir nochmal Nahrungsmittel kriegen. Sollte irgendwo ja möglich sein, was zu kaufen. Oh, da sind Fische. Ey, jetzt haben wir Gegenwind. Das ist immer blöd, gegen Osten segeln ist immer blöd. Ich weiß auch nicht, warum der Wind immer von Osten kommt. Keine... Oh, oh. Hui! Und runter. Haha, umschiffen quasi. Jesus, ekelhaft. So. Wir dürfen gleich ankommen. No, jetzt nur noch ein paar Stunden. Was haben wir hier? Spanier, die sind gut. Spanier sind gut. Ah, okay. Moment, Karte gucken. Puerto Bello. Alles klar. Und wo haben wir jetzt unsere Stadt, wo wir hinwollen? Ja, wunderbar. Jetzt können wir quasi hier weiterziehen. Kaperschiff? Nee. Nee. Alter. Das könnte ein bisschen dauern jetzt. Schade. Aber wir haben nur noch... Können wir mal gucken, was hier in Puerto Bello stattfindet. Ich habe ein paar Amüsements, die wir hier betreiben können. So, gucken wir mal kurz. Moment, wo wollte ich hin? Dem Händler einen Besuch abstatten. Jawohl. Oh, 6 Goldstücke ist ein humaner Preis. Nein, wir wollen kaufen. Kaufen. So, wir wollen wieder kaufen. Ah, 15 Monate. So, dürfte also passen. Und was gibt's noch in der Stadt? Natürlich eine Schenke. Das kannst du dir schenke. Hahaha, witzig. Ich weiß. So, was hat er für Informationen? Wenn wir fragen, bietet euch Informationen von einem kürzlich erfolgten Besuch in Tortuga an. Ja, erzählen wir mal mehr von Tortuga. Seine bescheidene französische Festung lebt eine Bevölkerung von 1400 Bauern. Stadtgarnison besteht aus 100 Soldaten. Ja. Okay, hier haben wir auch die Preise. Wunderbar. Der hat direkt eine Preisliste dabei. Das ist schon mal hilfreich. Aber ich glaube, naja. Man munkelt, dass die Holländer eine Belohnung von 2000 Goldstücken auf euren Kopf ausgesetzt haben, flüstert das Schankmädchen. Ah ja, okay. Also langsam werden wir ins Rand für die Holländer, weil wir denen ja immer auf den Kopf pissen. Macht aber gar nichts. Was hat er noch für Informationen? Der niederträchtige Baron Raimondo. Das letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er Nombre de Dios verlassen hat und auf Kurs von Cartagena genommen hat. So, warte mal. Er wird es ins Logbuch eintragen. Ich schreibe mir das trotzdem mal. Alter, ich habe keinen Platz hier. Trotzdem mal in, auf dem Zettel auf. Moment. Cartagena. Mein Gott, das sind Namen. Warum können wir nicht einfach nur Ohrenschwick nennen oder so? Naja, wir tragen es mal auf jeden Fall ins Logbuch ein. Aha, aha. Wir sind also auf dem richtigen Weg, Leute. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und deswegen wollen wir uns hier gar nicht weiter lange aufhalten, sondern wir geben wieder oder setzen unsere Segeln. Geben Gas ist ja schwierig momentan. Warum habe ich die Finger eigentlich immer auf den WASD-Taste? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich spiele das ganze Spiel hier mit Pfeiltasten. Ich könnte es natürlich auch mit den Tasten 1 bis 9 koordinieren. Aber ich mache es auch lieber mit Pfeiltasten, weil dann müsste ich links rübergreifen. Und das dicke Mikro, das dicke Ding, und that's what she said, hängt mir so ein bisschen im Weg. Los, Leute, los! Eigentlich können wir unsere Schiffe auch verkaufen, aber da haben wir keinen Platz mehr für Nahrungsmittel. Wir lassen mal die 2 Schiffe, die wir da... Da ist der Baron Raimondo, ich habe ihn noch gefunden. Dich kriege ich, Junge, dich kriege ich. Dich kriege ich. Junge! Los, 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 los! Zieh! Los! Nein! Wie schießt er schon? Du weißt gar nicht, was ich von dem will. So. Okay, ich bin bereit. Seid ihr es auch? Wenn ihr es seid, kurz nicken. Alles klar, wir können. So. Er schießt, Vorsicht. Können wir aus der kann, können wir auch. Wir haben gar keine Kettengeschosse. Wir müssen irgendwie versuchen, drauf zu kommen. Weil da sind das viele auf dem Schiff. Seht ihr das? 168 Mann Besatzung. Wir kommen schon näher, sehr gut. Aber. So, wir sind da, jawohl. Boah, das müssen wir gewinnen. Achtung. Der niederträchtige Baron Raimondo kommt aus seinem Versteck unter Deck hervor. Endlich habt ihr mich gefunden, Lord London Silver. Doch, ihr werdet es noch bereuen, dass ihr mich mit... dass ihr mit mir... Ja, okay. Ich verstehe. Er hat noch einen kleinen Vorteil. Moment. Kämpfen. Los. Jawohl. Weiter. Drauf. Er flieht. Hinterher. Los. Noch zweimal. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Warum? Bam! Jawohl! Komm her! Ich krieg dich!
Los! Sag mir, was mit meiner Schwester ist! Wir haben ihn. Ihr seid ein wahrer Meister im Schwertkampf, Sir. Ich werde euch die Wahrheit verraten, nach der ihr sucht. Eure Schwester wird an einem fernen Ort gefangen gehalten. Diese Karte soll euch dabei helfen, eure Familie wieder zu vereinen. Na, geht doch. El Raimondo. Warum Baron Raimondo? Ah? Okay, verschollene Schwester. Okay. Ah, das ist der Gazir. Ah, den kenne ich doch. Nein, das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Und ich glaube, hier sind auch mehr als zwei Kartenstücke vonnöten, um zu wissen, wo unsere Schwester ist, glaube ich. Hm, Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck aus dem Kaffee. Um die Stimme wieder ein bisschen zu ölen. Na gut. Euer Mut hat den Gegner schwer beeindruckt. Eine eifrige Gruppe von 35 Matrosen will sich aus freien Stücken euch anschließen. Das sieht immer einfach sehr freiwillig hier. Ich sag mal, willkommen an Bord, Jungs. Und was haben wir noch geplündert? Wow, ja, weiter, weiter, weiter. Schön weiter. Wenn der Bildschirm nicht reicht, ich habe noch einen zweiten Monitor da stehen. 3000 Goldstücke. Alter Schwede, du. Alter Schwede. Ja, wir nehmen da alles mit, ist ja klar. 105 Tonnen Lebensmittel, 56 Geschütze. Wow. Wir brauchen allerdings noch Kettengeschosse. Das hat mir so ein bisschen gestört gerade, dass wir die nicht hatten. Ja. Und ein weiteres Schiff ist unser eigen. So, Moment. Bringt uns das jetzt was irgendwie zu wissen? Moment, Moment. Schatz von Rock Brasiliano. Können wir mal gucken, wo Rock Brasiliano sein soll? Moment. Na, werde ich das finden? Ich glaube nicht. Das ist eine zu kleine Stadt. Na. Ihr befindet euch hier. Okay, warte, warte. Wir können mal kurz unseren Status gucken, wie wir momentan sind, ohne Titel, alter Schwede. Naja, bei den Franzosen sind wir immerhin Major. Gefundene Schätze haben wir 2, alles klar. Suche vermisste Familienmitglieder, ist auch noch nicht so prall, aber unser Flottenstatus sieht schon mal super aus. Boah, eine Kriegsgalione, alter Schwede, ey. Wir haben einen Zimmermann an Bord und einen Smoothie, das läuft doch hier bei uns, merke ich gerade. Müssen uns also nicht mehr verstecken vor irgendwelchen berüchtigten Piraten. Wir sind eh Platz 8, ne? Also von daher, alles gut. So, Logbuch würde ich mal gucken. Wo ist denn jetzt mit unserer Schwester das Ding? Moment, Moment. Finde ich nicht. Aber ich könnte mal speichern, wo ich gerade hier bin. Zack. Wollen wir speichern. Jawohl. Und, oh, es geht direkt weiter. Moment, ich muss mal kurz gucken, wo das ist mit unserer Schwester. Missionen. John Lafitte. Port Freedom. Okay, der war zu weit weg. Und er? Verschollene Schwester? Hä? So ist denn unsere Schwester aus hier. Umgebung von... Tja, wie kommen wir da weitere Informationen? Gut. Wir schwimmen mal kurz nach Cartagena, da wo wir auch hin wollten. Und gucken mal, was hier so stattfindet. Wohlhabende spanische Hauptstadt. Aha, das ist doch mal gut. Da lockt doch das Geld, Mensch. Hör mal, da lockt doch das Geld. Und wir können so mal kurz gucken, mit dem Gouverneur reden. Vielleicht haben wir ja irgendwas. Tretet doch bitte ein. Wie ihr wisst habt, liegen wir im Krieg mit den habgierigen Holländern. Ich hörte gerade von eurer kürzlichen Begebenheit, eure Kaperung einer Gruppe von Piratenkaperschiffen. Immigranten strömen nach St. Augustin. Hervorragend, der König wird zufrieden sein. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh! Als Anerkennung für eure Leistungen im Dienste der spanischen Krone ernenne ich euch hiermit feierlich zum Oberst. Muss ich jetzt Bier ausschenken? Nein, das ist der Ober, Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch, daher werden die Händler in spanischen Häfen mehr Waren vertreiben. Darüber hinaus schenke ich euch ein Anwesen von 50 Morgen am Land am Rand der Stadt. Aber das ist nur fiktiv, habe ich gelesen, also man hat nicht wirklich ein Anwesen, wo man bauen könnte. Das wäre geil gewesen, wenn es das gegeben hätte, aber naja. Blöder Pisser, denkt er sich wahrscheinlich. So, dem Händler noch einen Besuch auf Schatten abstatten. Okay, wir haben noch Gewürze auf Tasche, die können wir noch verkaufen. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Also mit Handel müssen wir jetzt momentan echt kein Geld mehr verdienen. Das war nur am Anfang so. Okay, wir sind in Cartagena angelangt und ich würde mal sagen, Moment, ich muss noch mal kurz abspeichern. Moment, Moment, Moment. Wo war das? Das ist mal so kompliziert hier. Spiel speichern. Level 2. Wir haben viel zu viele Schiffe, würde ich sagen, oder? Momentan haben wir echt viele Schiffe. Boah, Lebensmittel reichen für 21 Monate. Leute, das ist der Wahnsinn. Okay, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dieser Stelle von mir. Nächste Folge wird es weitergehen und dann hoffen wir mal, dass wir weitere Informationen zu unserer Schwester bekommen. So, alles klar, jetzt kommt der Endscreen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.
Ich dreh langsam durch. Wow, ja, wir haben auf jeden Fall den bösen Baron Raimondo in dieser Folge gefunden, haben ihn ein bisschen befragt, nenne ich es mal, ja, befragt, und er hat uns ganz freiwillig Informationen zu unserer Schwester gegeben. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Kartenstück, das ist schon mal gut, mehrere brauchen wir noch, weil ich würde trotzdem gerne unsere Schwester noch kennenlernen und das ist mit diesem Fetzen überhaupt nicht möglich. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach unten auf Abonnieren klicken, da kommt ihr auch direkt zu meinem Kanal, könnt ihr gucken, was ich sonst noch so anbiete. Ja, in diesem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.